Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute befinden wir uns wieder im schönen Tamriel. Und ich merke gerade, wie meine Stimme schon wieder versagt. Ich hoffe, das wird sich gleich wieder geben. Wir sind in der letzten Folge noch in Kenasis Rast gewesen. Und dann hat man uns rübergeschifft, wortwörtlich, und gesagt, wir sollen mit dem Hauptmann hier sprechen. Das werden wir jetzt auch tun. Wenn sie mit uns reden will. Einen schönen Tag, ich bin Astania, Wachthauptmann. Da sich die Königin hier aufhält, müssen wir für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sorgen. Woher kommt ihr? Ich komme gerade aus Kenasis Rast. Rasundar schickt mich. Die Insel wurde von den Maoman angegriffen. Der alte Ras schickt euch also. Das könnte die Lage verkomplizieren. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Die Königin ist von Feinden umringt. Ihre Beschützer müssen ständig wachsam bleiben. Und diese Informationen werden entscheidend für ihre Einschätzung der derzeitigen Situation sein. Ich werde sicherstellen, dass die Neuigkeiten bezüglich der Maorme entsprechend weitergeleitet werden. Sorgt euch nicht darum. Aber nun, wie ist euer Name? Ich brauche ihn für das offizielle Register. Mein Name ist Gameplayerin. Ich werde das einfach aufschreiben. Auf Geheiß der ersten Auridon-Seesoldaten wurde eure Anwesenheit in Vulkilwacht hiermit vermerkt. Tut euer Bestes, keine Probleme zu machen und Ärger aus dem Weg zu gehen. Lebt wohl. Ihr scheint sehr beschäftigt zu sein. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Hilfe? Nein, das glaube ich nicht. Obwohl, meine Wachleute haben gerade alle zu tun. Falls ihr dazu bereit wärt, könntet ihr dann vielleicht ein paar Dinge für mich nachschauen? Ich stehe euch zu Diensten. Gut. Ich möchte, dass ihr mit zwei Mitgliedern des königlichen Hofstaates sprecht. Mit Berater Norion und Verwalterin Eminwe. Sie warten auf Unterstützung durch die Wache. Ich kann aber gerade keinen einzigen Mann entbehren. Mit wem möchtet ihr zuerst sprechen? Ich werde erst mit dem Berater sprechen. Ich sehe, ihr wisst, wie man Prioritäten setzt. Ihr findet ihn im Lagerhaus westlich von hier. Vergesst nicht, ihm zu sagen, dass ich euch schicke. Sobald ihr mit den beiden fertig seid, meldet euch wieder bei mir im oberen Teil der Stadt. Das werde ich. Nun, worauf wartet ihr noch? Könnt ihr mir mehr über Königin Irene erzählen? Habt ihr euch kürzlich den Kopf gestoßen? Die Königin führt das Altmeri-Dominion an. Vor ein paar Jahren hat sie sich fernab des Hofes ein wenig ausgetobt. Doch nun ist sie zurück, um ihr Geburtsrecht einzufordern. Die Führung der Allianz. Wo war sie? Unterwegs beim Schäkern in ganz Tamriel? Wer weiß? Wen kümmert es? Ich wünschte, ich könnte meine Arbeit hinwerfen und anschließend einfach wieder aufschlagen, sobald mir langweilig geworden ist. Pah! Worum dreht sich die Rede der Königin? Wahrscheinlich um die Einheit des Dominions. Es sind noch längst nicht alle Altmeer von der Allianz restlos begeistert. Ist nicht böse gemeint. Wer sind die ersten Auridon-Seesoldaten? Königin Irons Leibgarde. Sie werden von Schlachtenvogt Okelmo angeführt, einem der höchst dekorierten Krieger des ganzen Dominions. Ihr seid keine Seesoldatin? Nein, ich bin der Hauptmann der örtlichen Stadtwache. Die Seesoldaten sind die rechte Hand der Königin. Meine Pflichten gelten der Stadt. Rasundar sagte, ihr wärt alte Freunde? Habt ihr euch kürzlich den Kopf gestoßen? Die Königin führt das Altmeri-Dominion an. Und ja, wahrscheinlich man sollte doch das Richtige anklicken. Der Kerl hat wirklich eine rege Fantasie. Sicher, wir kennen einander. Haben ein paar Mal Seite an Seite gekämpft, aber ich weiß nicht, ob ich ihn einen Freund nennen würde. Nicht seitdem er bei der Königin unterschrieben hat. Bei der Königin unterschrieben? Er hat euch nichts gesagt? Natürlich hat er das nicht. Er ist der größte Lügner, den ich kenne. Rasumdar arbeitet direkt für die Königin. Für irgendeine schattenhafte Geheimorganisation. Diebe und Lügner, der ganze Haufen. Okay, also man merkt schon, sie ist nicht wirklich gut auf ihn zu sprechen. Dann werden wir erstmal zum Berater rübergehen. Hallöchen. Ich bin beschäftigt. Fort mit euch. Ich soll euch sagen, dass Hauptmann Astania mich schickt. Ah, wenn das so ist, kommt ihr genau richtig. Mein Diener hat einen Einbrecher in dieses Lagerhaus verfolgt. Der unwissende Schuft hat die Einsatzpläne der Seesoldaten für die anstehende Rede der Königin gestohlen.
Warum würde ein Einbrecher so etwas stehlen? Nun, woher soll ich das wissen? Ich bin kein Einbrecher. Jedenfalls können wir nicht zulassen, dass er mit diesen Plänen entkommt. Sie könnten verwendet werden, um die Sicherheit der Königin zu gefährden. Und das wollen wir ja nicht. Ich schaue es mir an. Bitte, ich habe doch getan, was ihr wolltet. Ja, ja, das habt ihr. Ja, und da war er wieder weg. Was übrigens auch ganz gut ist, wenn man hier was klauen möchte. Oh ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Der Rest ist nicht ganz so wichtig, aber das Dekorwachs schon. Geht nicht an diese Fässchen ran, weil da kriegt ihr nur Quatsch raus. Aber wenn ihr in diesen Fässern nachguckt, da könntet ihr dann Glück haben, dass ihr was Schickes findet, so wie das jetzt beispielsweise. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Nun, habt ihr die Pläne gefunden? Ich habe sie gefunden, aber der Einbrecher war bereits tot. Oh, wie schade. Behaltet die Pläne. Ihr könnt sie dem Hauptmann geben, wenn ihr sie das nächste Mal seht. In der Zwischenzeit muss ich mich um die Königin kümmern. Macht ihr euch keine Sorgen wegen des toten Einbrechers? Ich bin mir sicher, dass das nur so eine Fehde unter Verbrechern ist. Nun denn, falls ihr noch andere Aufgaben habt, solltet ihr euch jetzt um sie kümmern. Ich bin hier, um Verwalterin Eminwe zu helfen. Wisst ihr, wo sie ist? Sehe ich aus wie der Gehilfe einer Verwalterin? Haltet ihr mich etwa für einen Gemeinen? Nein. Aber ja, ich weiß zufällig, wo sie ist. Im östlichen Lagerhaus. Ein kleines Stück nördlich der Docks. Ihr könnt jetzt gehen. Danke, schätze ich mal. Ja, wir könnten natürlich auch reiten. Das wäre ein wenig schneller. Ist hier nämlich auch schon. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt nicht helfen kann. Ich bin sehr beschäftigt und es gibt viel zu tun. Ich soll euch sagen, dass Wachthauptmann Astania mich schickt. Oh, na schön. In Ordnung. Wo war ich? Richtig, die Vorräte. Zwei meiner Köche sind tödlich erkrankt, mitten in den Vorbereitungen für das Festmahl der Königin. Ich vermute Sabotage. Ich möchte mich vergewissern, dass all unsere Nahrungsvorräte sicher sind. Ihr scheint etwas aufgeregt zu sein. Was soll ich für euch tun? Ich bin nicht aufgeregt, ganz und gar nicht. Ich werde die Vorräte hier untersuchen. Ihr geht ins Lagerhaus nebenan. Stellt sicher, dass alles frisch und nichts fehl am Platz ist. Ich gehe für euch nachschauen. Das machen wir doch gerne. So, hier können wir uns das alles sparen, indem wir einfach nur diese Kiste hier eben durchsuchen. Und da müssen wir kurz rausgehen. Halt! Stehen bleiben! Ich kann euch wirklich nur empfehlen, hier reinzugehen. Weil ich habe schon mal draußen gekämpft und dann hatte ich plötzlich Kopfgeld. Keine Ahnung warum. Das ist auch alles zum Klauen. Das ist doch doof. Wieso ist das alles nur zum Klauen hier? Und ich habe da keinen nebenbei zufälligerweise angeschossen oder so. Also daran kann es nicht liegen. Habt ihr etwas gefunden? Ich habe etwas Pökelfleisch gefunden. Ich denke, es wurde vergiftet. Den Stern sei Dank. Ihr habt das Problem gefunden. Behaltet es. Der Hauptmann wird es sehen wollen. Ich wurde von einem Mann in einer Art Uniform angegriffen. Eine Uniform? Hm. Muss ein Beutelschneider gewesen sein. Die treiben sich immer an den Docks herum und lauern darauf, etwas von der Fracht abzwacken zu können. Seid vorsichtig hier in der Gegend. Ich werde die Beweise an den Hauptmann weitergeben, sobald ich sie sehe. Ja, das wird sehr bald sein, weil sie steht ja jetzt direkt hier. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Sagt mir, was ihr gefunden habt. Ja, ich habe hier diese... Gut, gut, hört zu. Ich drangsaliere euch wirklich nur ungern, aber ich habe noch eine Aufgabe für euch. Heldil, einer meiner Männer, hat hier in der Nähe einen Ganoven in die Enge getrieben. Wir müssen mit diesem niederen Gesindel sprechen. Was hat er getan? Wir haben keine Zeit für lange Unterhaltungen. Er ist in eine Verschwörung gegen die Königin verstrickt. Mehr kann ich nicht sagen. Wir brauchen jemanden wie euch, um an ihn heranzukommen. Er weigert sich, mit einem Mitglied der Wache zu sprechen.
Möchtet ihr diese Beweise, die ich gefunden habe? Das kann alles warten. Hendil ist hier die Treppen hoch bei dem Haus dort rechts. Geht schon. Und vergesst nicht, ihr steht in Diensten der Königin. Für die Königin. So, das wäre dann genau hier oben rechts. Tretet bitte zurück. Wir haben hier ein Problem. Euer Hauptmann schickt mich. Sie meinte, ihr bräuchtet Hilfe. Ah, Hilfe vom Hauptmann. Hervorragend. Wir haben da drin einen gefährlichen Mäher in die Enge getrieben. Er wird von der Krone gesucht, hat wertvolle Informationen und droht jedes Mal, sich selbst zu töten, wenn wir uns der Tür nur nähern. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich brauche ihn lebend. Geht einfach nur da hinein und bringt ihn zum Reden. Hört nicht darauf, was er sagt. Er ist halb verrückt. Wir kommen danach, sobald er ihn zum Reden bringt. Verstanden? Verstanden. Bleib weg! Noch einen Schritt weiter und ich schneide mir die Kehle durch. Ich gehöre nicht zu den Wachen. Ich möchte nur reden. Warum sollte ich euch vertrauen? Wollt ihr wirklich sterben? Ich bin hier eure einzige Hoffnung. Schön, schön. Aber macht ja keine Dummheiten. Kommt hier rein. Mir fällt übrigens gerade auf, dass das die gleiche Synchronstimme ist, die uns später nochmal mit Sheogorath begegnen wird. Ich komme rein. Da war der allerdings etwas böser. Hier kann man übrigens auch einfach alles so klauen. Das macht dem nichts aus. Oh, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Das macht dem nichts aus, weil der das wahrscheinlich eh schon gewohnt ist, dass die Leute reinkommen und seine Sachen mitnehmen. Ich weiß es nicht. Ihr seid keine Wache. Den Sternen sei Dank. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Zeit? Wovon redet ihr da? Sie kommen. Ich weiß, dass ihr nur eine Ablenkung seid. Hört genau zu. Hauptmann Astania ist korrupt. Sie gehört einer Gruppe an, die sich das Schleiererbe nennt. Das was? Das Schleiererbe. Sie planen ein Attentat auf die Königin im Tempel. Sie haben Mitglieder des königlichen Stabs bestochen, damit die Rede hier gehalten wird, wo sie den Hauptmann in der Tasche haben. Habt ihr irgendwelche Beweise? Nein, nur das, was ich gesehen und gehört habe. Bitte, ihr müsst die Königin warnen. Sie schwebt in ernster Gefahr und die Wachen hier... Was stimmt nicht? Oh nein. Gut gemacht, Bürger. Verräter. Abschaum. Haltet die Klappe, ihr seid verhaftet. Mein Leben steht ganz und gar im Dienst der Königin. Aber sicher doch. Faritale? Mit Vergnügen. Was war denn das für ein Geräusch? Gute Arbeit. Was werdet ihr mit ihm machen? Keine Sorge. Er wird eine gerechte Behandlung erfahren. Unser Hauptmann ist immer sehr gerecht in ihren Urteilen. Ich schätze, ich sollte ihr jetzt Meldung machen. Gute Entscheidung. Wir sorgen dafür, dass dieser Mann in eine Zelle gebracht wird. Natürlich mit dem gebotenen Respekt. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ihr seid so kaltblütig wie die Schuppen Aureels. Viel Glück mit dem Hauptmann. Wisst ihr, wo ich den Hauptmann finden kann? Sie hat eine Nachricht geschickt. Sie hat sich aufgemacht, die Königin zu beschützen. Sie ist dann wohl im Herrenhaus. Mögen nun die Sterne eure Schritte lenken. Ich werde den Hauptmann dort aufsuchen. Ja, da können wir jetzt. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ach, die gute Ork-Dame, die mich immer belästigt, sobald Wartet, ich hier in der Nähe bin. Ich muss mit euch reden. Ah, meine Botengängerin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ja, ich möchte euch über... Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen des Verdachts eines geplanten Königsmordes. Wovon sprecht ihr? Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Au. Hi. Ras muss es zugeben. Selbst er dachte nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden.
Wie geht es euch, meine Freundin? Schrecklich. Ras, was macht ihr hier? Er ist hier, um zu helfen, wie immer. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass euer neuer Freund Phasion tot hinter euch am Boden liegt. Ras kannte Phasion gut, doch das dachte er auch von Astania. Was ist mit ihm passiert? Der Hauptmann ist ihm passiert. Phasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Phasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Phasion jetzt tot. Werdet ihr mich hier herauslassen? Ihr werdet bald frei sein. Doch wie schon auf der Insel muss Ras um eure Hilfe bitten. Ihr müsst die Königin und ihren Schlachtenvogt warnen. Der Hauptmann wird versuchen, die Königin im Tempel zu ermorden. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herren. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Und sie bringt euch auf den richtigen Weg. Okay. Und jetzt verschwindet von hier. Rettet die Königin. Und ja, wir haben leider gerade seine Leiche gesehen. Achso, wir können ja noch mal kurz mit ihm sprechen. Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen. Was kann Ras euch erzählen? Wie habt ihr mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdas neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnt ihr die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Wenn Rasumda sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ihr hingegen... Ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Das ergibt Sinn. Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann? Also arbeitet ihr für die Königin? Ja, so wie Phasion. Er hat euch nicht belogen. Wir sind die Augen der Königin. Wir sind nur wenige. Und wir halten uns an die Scharten. Doch... Wir haben die Ehre, zu den getreuesten Agenten der Königin zu gehören. Den getreuesten Agenten? Was ist mit den ersten Auridon-Seesoldaten? Der Schlachtenvogt ist von unerschütterlicher Treue. Er glaubt, seine Seesoldaten wären nicht anfällig für das zersetzende Gift des Verrats. Wie neu geschmiedete Stahlklingen. Aber Rasumda weiß besser als die meisten, wie schnell sich Rost bildet. Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten, Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Mit anderen Worten Politiker. Okay, dann werden wir uns mal aufmachen. Haben wir hier noch was Schönes, was wir mitnehmen können? Ich habe jetzt gar nicht so genau nachgeguckt. Aber ist nicht schlimm, weil ich muss eh noch Look und Druck ein bisschen steigern bei dem Charakter. Der sollte euch übrigens nicht erwischen, solltet ihr irgendetwas klauen wollen hier. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ich hatte zwar eher auf ein Rezept gehofft, aber das ist nicht schlimm, das ist auch okay. So, wir sind jetzt hier, da können wir jetzt nicht rein, weil wir nämlich immer wieder rausgeworfen werden. Also wir werden quasi wieder zurückgeboxt. Deswegen nehmen wir jetzt den etwas kleinen Umweg hier über, ja, nicht direkt den Strand, aber die Ecke vom Strand und sprechen mit der anderen Agentin. Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt nein, halt die Klappe. Ich habe ja auf dem Account überhaupt gar nichts frei. Eshaba hat so ziemlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Was kann ich also für euch tun? Ich suche nach etwas sehr Bestimmten. Ist das so? Seid nicht schüchtern. Was braucht ihr denn? Was ich brauche, ist ein Souvenir des ersten Auridon-Seesoldaten. Ah, ja. Eshaba hat so etwas. Genau das Richtige für eure Bedürfnisse.
Aber seid ihr wirklich sicher? An dieses Souvenir sind bestimmte Erwartungen geknüpft. Ja, ich weiß, was ich mir damit einkaufe. Ein weiser Kauf, sehr gewinnbringend. Hier, bitte greift zu, direkt aus der Truhe. Wenn ihr unseren gemeinsamen Freund seht, dann richtet ihm die besten Grüße aus. Das werde ich machen, wenn ich hier mal an die Händlertruhe komme. So, und ich zeige euch das jetzt mal eben. Was passiert, wenn wir versuchen, so reinzulaufen? Dann halten die uns nämlich auf. Keine Außenseite erlaubt. So, ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn man hier vorne steht. Wahrscheinlich. Die kann ich mal eben zerstören. Irgendwo da. Dann ziehen wir uns diese schrecklich aussehende Kleidung hier an. Direkt vor deren Augen sozusagen und laufen wieder hier durch. So, da ich aber gerade schon erwähnt habe, da es schrecklich aussehende Kleidung ist, wechsle ich das jetzt wieder. Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leiser, Schlachtenvogt. Rasumdar schickt mich. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Es gibt ein Komplott, die Königin zu ermorden, Schlachtenvogt. Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Der Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd! Einen Augenblick, Urkelmo. Ich möchte hören, was diese zu sagen hat. Königin Ayren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Wenn ich eins wirklich schrecklich finde, dann, wenn man sich auf die Story konzentrieren möchte und irgendwelche Idioten ständig durchs Bild reiten oder laufen. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ihr. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf. Auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Das ist übrigens die mit dem Fleisch. Okay, Mo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf. Aber mir reicht auch der eure. Tötet sie! Ja. Da hat sie sich schnell gezeigt. So sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, so, Schlachtenvogt. Blitz sie, die Assassinen. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Oh, Schlachtenvogt. Du solltest doch eigentlich zu dem anderen laufen. Mit der ein bisschen getankt wird. Stümper. Jetzt muss ich mich persönlich um euch kümmern. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Ja, machen wir. Königin Ayren. Ich habe Meldung. Nun, was haben meine Beschützer gefunden? Es gab dieses Komplott wirklich. Wir haben gegen Astania und ihre Assassinen gekämpft und wir haben sie besiegt. Astania? Ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Urkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Ja, meine Königin. Sie sagte, ihr hättet uns verraten. Verrat?
Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Was meint ihr? Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Ihr seid Rasum Dar, dem ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions eine unserer Eliteagentinnen werden? Ja, ich nehme euer Angebot an, meine Königin. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einer Agentin in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Möge Auriel euch schützen und Xaxes eure Zunge hüten. Ja, und wir haben die Beinschienen der Königswache bekommen. Jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Was soll ich für euch tun, meine Königin? Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselweh bekannt ist. Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Für gewöhnlich? Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Natürlich, Königin Iron. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselville. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Können wir über das Schleiererbe sprechen, Eure Majestät? Wie ihr wünscht. Ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. War dies der erste Anschlag auf euer Leben? Ich wünschte, ich könnte darauf mit Ja antworten. Astania stand mir näher als sonst irgendjemand. Einen Wachhauptmann zu bestechen. Ich kann diese Dreistigkeit kaum fassen. Euer Majestät, wärt ihr so freundlich, mir von euch zu erzählen? Oh, Auriel sei Dank. Endlich jemand, den meine Krone nicht so sehr blendet, um eine richtige Frage zu stellen. Verzeiht. Natürlich plaudere ich gern ein bisschen mit euch. Was möchtet ihr wissen? Wie kamt ihr auf den Thron? Mein Vater, König Hidelit von Alinor, ging nach Aetherius. Er war ein guter Mann, so wie mein Bruder Naemon einer ist. Ich kehrte zurück, um den Platz meines Vaters einzunehmen, weil mein erfahrungsreiches Leben mich genau auf diese Rolle vorbereitet hat. Es hat mich zu der Herrscherin gemacht, die wir brauchen. Jetzt weiß ich es endlich wieder. Es tut mir leid, dass ich das gerade so unterbreche. Das ist die Synchronstimme von der von Guardian of the Galaxy. Ha! Was habt ihr gemacht, bevor ihr zur Königin gekrönt wurdet? Ha, habt ihr welche von den Gerüchten gehört? Meine Abenteuer werden gewaltig übertrieben, das kann ich euch versichern. Außer der Geschichte mit dem Bären. Die ist wahr. Was brachte euch dazu, das Dominion zu gründen? Um es klar zu sagen, die Zahl der Altmeer allein reicht nicht aus. Gemeinsam mit den Waldelfen und den Khajiit hingegen haben wir den eisernen Willen, die Schlagkraft und die charakterliche Festigkeit, um die Probleme zu lösen, die Tamriel plagen. Ihr glaubt, dass wir die Welt retten können? Das tue ich. Ich bin Jahre kreuz und quer über das Antlitz Nirns gereist. Die Allianz, die wir geschmiedet haben, ist die stärkste der Welt. Ich habe Monate mit der Mähne und den Baumtarnen zusammengearbeitet, um unser gemeinsames Dominion zu erschaffen. Darauf bin ich sehr stolz. Habt ihr da auch Rasum Dar getroffen? Ach, nein, Ras und ich sind uns schon auf meinen Reisen begegnet, vor vielen, vielen Jahren. Wir trafen uns in Wegesruh. Oder war es Weißlauf? Es war irgendetwas mit Weh. Es ist eine lange Geschichte, bei der es um eine betrunkene Schulmeisterin und ein violettes Samtkleid geht. Wir schauen nochmal, ob so noch irgendwas zum Schleiererbe sagen kann. Wie ihr wünscht. Ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. Was wollen Sie erreichen? Das Ende des Dominions. Sie wollen, dass ich zurücktrete, ihren eigenen Regenten ernennen und dass alle, die keine Hochelfen sind, die Sommersendinseln verlassen müssen. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Warum sind Sie so sehr gegen die Allianz? Sie sind Rassisten, die Hochelfen für ein überlegenes Volk halten und keinerlei Verständnis davon haben, wie die Welt wirklich ist. Kurzsichtige Misanthropen mit Größenwahn. Zurückgebliebene Bastarde, die sich wieder unter ihrem Stein verkriechen sollten.
Okay, bevor die Königin jetzt noch mehr aggro wird, den Rest haben wir ja schon mit ihr besprochen, nehme ich mal eben die Stufenbelohnung von Level 40 an. Zack. Und schau mal eben, ob wir hier noch irgendwas Interessantes haben. Eigentlich nicht. Doch, hier können wir noch eins reinmachen. Ins Volk müssen wir noch eins reinmachen können, genau. Und wir haben sogar noch was übrig. Wie viel Crit haben wir denn dann? Wir haben gerade nicht wirklich viel Crit. Ja gut, wir haben jetzt aber auch noch kein richtiges Set an. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir erstmal was in die Magiedurchdringung reinstecken. Ich denke mal, davon haben wir erstmal das meiste. So, und jetzt stehe ich etwas nah bei der Königin, weshalb ich mich jetzt etwas entfernen muss. Ja, das war's erstmal von heute, für heute, von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich gehen tanzen will, so wie es auch, glaube ich, heißt in der Quest, reise und dort wieder auf die Königin treffe. Bis zur nächsten Folge. Ciao!